2001 war Lissabon der Drogenhotspot Europas. Schätzungsweise 1% der Portugiesen war heroinabhängig und hunderte Menschen starben jährlich an einer Überdosis. Der Regierung war klar, so konnte es nicht weitergehen. Doch statt die Drogenpolitik weiter zu verschärfen, beschloss man, alle Drogen zu entkriminalisieren. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht so logisch, aber es hat tatsächlich funktioniert. Schon im folgenden Jahr sank die Zahl der Menschen, die an Drogen starben, und zwar drastisch. Drogen sind in Portugal seitdem zwar nicht legal, aber als Drogenkonsument mit kleinen Mengen begeht man keine Straftat. Heute gibt es in Portugal laut Statistiken der Regierung 85% weniger Drogentote als vorher. Und im europaweiten Vergleich haben in Portugal nur sehr wenige junge Menschen schon mal Drogen konsumiert, zum Beispiel Cannabis oder Kokain. Weniger als in Deutschland. Das wirft ganz schön viele Fragen auf. Warum hat das in Portugal funktioniert? Und warum sind in Deutschland manche Drogen wie Alkohol und Zigaretten legal und andere nicht? Sobald wir über Drogen reden, wird heiß und emotional diskutiert. Damit ihr da noch den Überblick behaltet, kommt hier der rote Faden. Alkohol trinken, das gehört in unserer Kultur beim Feiern, beim Grillen oder beim Spieleabend einfach dazu. In Schnäpse umgerechnet liegt unser durchschnittlicher Alkoholkonsum bei 4 Gläsern pro Tag. Freunde oder Kollegen trinken, Politiker auch. Und selbst die Queen greift gerne mal zu einem Gläschen. Und jetzt stellen wir uns mal dieselbe Szene mit Joints vor. Oder mit Ecstasy. Dass wir das überhaupt lustig finden, zeigt, wie absurd uns diese Vorstellung erscheint. Menschen, die Alkohol konsumieren, finden wir normal. Dabei vergessen wir gerne, auch Alkohol ist eine Droge. Drogen sind laut einer Definition der WHO nämlich alle Substanzen, die eine direkte Wirkung auf unser Zentralnervensystem haben. Also neben Medikamenten und illegalen Drogen auch Stoffe wie Alkohol oder Koffein. Platt gesagt, mit Drogen fühlen wir uns anders als ohne. Zum Beispiel wacher, entspannter, glücklicher oder offener. Zumindest bis der Kater kommt. Was unterscheidet also die Droge Alkohol von illegalen Drogen? Man könnte jetzt denken, naja, illegale Drogen sind einfach gefährlicher. Aber stimmt das überhaupt? Schauen wir uns dazu mal eine Studie des britischen Psychiaters David Nutt an. 2007 entwickelte David Nutt eine Drogenskala, die 2 Faktoren bewertet. Erstens, wie hoch ist die Gefahr einer Abhängigkeit? Und zweitens, welchen körperlichen Schaden kann die Substanz verursachen? Sein Ergebnis? Alkohol und Tabak liegen im oberen Mittelfeld und werden damit tatsächlich als deutlich gefährlicher eingeschätzt als das verbotene Cannabis, LSD oder Ecstasy, zumindest in ihrer Reinform. Am gefährlichsten bewertet Kokain und ganz an der Spitze Heroin. Wir merken also direkt 2 Dinge. Erstens, ungefährlich ist keine Droge. Alle diese Substanzen können abhängig machen und unserer Gesundheit schaden. Zweitens, ob eine Droge legal oder illegal ist, liegt nicht unbedingt daran, wie gefährlich sie ist. Aber woran dann? Dazu müssen wir einen Blick in die Geschichte der Drogenpolitik werfen. Schon in der Steinzeit wurden halluzinogene Pilze konsumiert. Manche vermuten, dass die Liebe zu bierähnlichen Getränken die Menschheit erst sesshaft machte. Und von einigen römischen Kaisern, wie zum Beispiel Nero, vermutet man, dass sie von Opiumgetränken abhängig waren. Okay, kürzen wir das ab. Die Menschheit hatte zu allen Zeiten eine Vorliebe für Drogen. Und schon immer gab es Menschen, denen das zum Verhängnis wurde. Drogenverbote, wie wir sie heute kennen, sind aber trotzdem relativ neu. Um zu verstehen, wie sie zustande kamen, schauen wir uns das mal am Beispiel von Cannabis genauer an. Das hat nämlich mit der Alkoholprohibition in den USA zu tun. Und mit einem Mann, Harry Anslinger. Um die amerikanische Gesellschaft vor den Folgen des Alkoholkonsums zu schützen, wurde Alkohol 1920 in den Vereinigten Staaten verboten. Entscheidend weniger Alkohol tranken die Menschen aber wohl nur im ersten Jahr. Aber immerhin, insgesamt sanken Todesfälle durch Leberzirrhosen. Gleichzeitig stieg aber die Kriminalität und die Zahl der Menschen, die ermordet wurden, enorm an. Denn die Mafia konnte durch den illegalen Alkoholhandel erst richtig groß werden. Das erkannte auch die Regierung. Nach 13 Jahren galt die Alkoholprohibition als gescheitert und wurde aufgehoben. Und jetzt kommt unser Mann Harry ins Spiel. Harry J. Anslinger war der Leiter des Ministeriums für Prohibition und das hatte mit dem Ende des Alkoholverbots keine relevante Aufgabe mehr. Er brauchte also einen neuen Feind und fand ihn im Cannabis. Neben auch damals schon widerlegten Argumenten wie Gras macht aggressiv, hatte das auch rassistische Gründe. Eine seiner kruderen Ideen, Cannabis verführt weiße Frauen dazu, mit schwarzen Männern zu schlafen. Cannabis war nämlich vor allem eine Droge der Hispanics und Afroamerikaner, Gesellschaftsgruppen ohne einflussreiche Lobbys.
Auch deshalb setzte er sich mit seiner Propaganda durch. Okay, aber was hat das mit Deutschland zu tun? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Enslinger zu den Vereinten Nationen versetzt. Hier setzt er 1961 das Einheitsabkommen über Betäubungsmittel durch. Cannabis wird darin weltweit mit Opiaten wie Heroin gleichgesetzt. Dieses Abkommen ist ein Grundstein der aktuellen Drogenpolitik. Auch in Deutschland. Was merken wir uns aus dieser Geschichte? Das Cannabisverbot war keine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entscheidung. Auch bei dem Verbot anderer Drogen wie Opium spielten neben der Gefahr durch die Droge selbst vor allem wirtschaftliche und rassistische Gründe eine Rolle. Unsere Drogenpolitik folgt also nicht unbedingt einer wissenschaftlichen Logik, sie ist historisch gewachsen. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal unten in die Infobox, da findet ihr Links zu weiterführenden Infos. Übrigens, als die Prohibitionsdebatte Anfang des 20. Jahrhunderts lauter wurde, entstand auch das Wort Junkie in den USA. Junk ist wertloses Zeug, also Trödel, Ramsch, Abfall. Und Junkies nannte man Menschen, die versuchten, solchen Trödel zu verkaufen, um ihre Sucht zu finanzieren. Das waren also keine wohlhabenden Abhängigen, sondern Leute am Rande der Gesellschaft. Und das bringt uns jetzt zurück nach Portugal. Das Drogenproblem war hier in den 90ern so groß, dass Menschen in allen Gesellschaftsschichten betroffen waren. Nicht mehr nur die anderen. Und das trug wohl auch zum Umdenken in der Politik bei. Der Handel mit Drogen ist in Portugal immer noch verboten. Was hier verändert wurde, ist der Umgang mit Drogenkonsumenten und Abhängigen. Wenn wir über Sucht reden, dann reden wir über Gesundheit und chronische Krankheiten. Wir sperren doch auch nicht andere mit chronischen Krankheiten weg, zum Beispiel bei Diabetes. Ihr kriminalisiert doch niemanden, nur weil er schlechte Dinge isst. Die Idee dahinter, wenn man Drogenkonsumenten kriminalisiert, dann birgt das im Wesentlichen zwei Probleme. Erstens, die Polizeikontrollen, die juristische Bürokratie, die Plätze im Gefängnis, all das kostet Geld. Viel Geld, das wiederum für die Prävention und Therapie eingesetzt werden könnte. Zweitens, stigmatisiert man Drogenkonsumenten als kriminell, dann müssen sie Angst haben, ihren Job oder ihre Familie zu verlieren. Wenn sie erwischt werden, kann das erst recht die Sucht und Verelendung fördern. Wird man in Portugal mit kleineren Mengen Drogen erwischt, dann muss man vor einen Ausschuss. Gefängnis oder Vorstrafen drohen dann nicht. Aber hier wird geklärt, ob der Drogenkonsument mit seinem Konsum ein Problem hat. Wenn ja, dann wird eine Therapie angeboten. Und wie ist das in Deutschland? Bei uns ist Drogenbesitz erst einmal strafbar. Die Strafverfolgung kann aber ausgesetzt werden, wenn es sich um eine geringe Menge an Drogen handelt. Was als geringe Menge gilt, das variiert von Droge zu Droge und von Bundesland zu Bundesland. Okay, das Beispiel Portugal zeigt also, dass Straffreiheit nicht zu einer Explosion des Drogenkonsums führen muss und den Zugang zu Hilfsmöglichkeiten sogar erleichtern kann. Und Drogen sind nicht verboten, weil empirische Forschung herausgefunden hätte, dass solche Verbote Menschen vor diesen Drogen schützen würde. Heißt das jetzt, dass wir alle Drogen entkriminalisieren oder sogar legalisieren sollten? Vielleicht, aber nicht unbedingt, denn auch hier fehlt es schlicht an unabhängigen Studien, die zeigen könnten, wie sich eine liberale Drogenpolitik auswirken würde. Während Tabak und Alkohol in unserer Gesellschaft schon lange etabliert sind, können wir einfach nicht vorhersehen, wie es sich auswirken würde, wenn wir Heroin straffrei machen würden oder wenn man LSD und Ecstasy in der Apotheke kaufen könnte. Und jetzt? Wir finden, wir sollten anfangen, faktenbasierter zu diskutieren. Die Wissenschaft sollte eine viel größere Rolle bei dieser Entscheidung spielen. Die Geschichte zeigt, dass wir sehr lange viel zu emotional über Drogen gestritten und die Konsumenten bestimmter Drogen verteufelt haben. Wir sollten aufhören, Drogenkonsumenten zu stigmatisieren. Denn indem wir Drogenabhängige moralisch schwerer verurteilen als Alkoholabhängige, lösen wir nicht das Suchtproblem. Aber was denkt ihr dazu? Wie sollten wir in Zukunft mit Drogen umgehen? Seid ihr für eine Entkriminalisierung oder eine Legalisierung bestimmter Drogen oder sogar aller Drogen? Oder vielleicht sogar für schärfere Alkoholgesetze? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und abonniert den roten Faden, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Ich bin Dr. Watson, ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.